die Too-Big-to-Fail-Thematik. Man könnte den Bundestag mal interpretieren als das Aufsichtsgremium eines Rückversicherungsunternehmens. Dieses Rückversicherungsunternehmen versichert Bankrisiken und stellt jetzt fest, dass es ein sehr dummes Geschäftsmodell ist, keine Prämienzahlung zu fordern und trotzdem Rückversicherung anzubieten und dass man da für die Aktionäre ein schlechtes Geschäft macht. Und das knüpft ja an das, was Herr Kran gesagt hat. So, und jetzt ist aber die Frage, nehmen wir das jetzt ernst? Und wir tun es nicht, weil wir die Too-Big-to-Fail-Thematik nicht wirklich im Kern durchdenken. Ich finde, die Schweiz geht da konsequenter ran. Nun gut, da ist das Verhältnis noch krasser. Aber dort hat man sich klar gemacht, dass ein Land der Größe der Schweiz nicht Finanzinstitute rückversichern kann, die diese Größenordnung haben wie die Credit Suisse oder die UBS. Weil das Beispiel Island und Irland ja zeigen, dass es da ein Verhältnis gibt. Und ich glaube, dass wir auch in Deutschland uns bei der Frage, die sich am stärksten bei der Deutschen Bank stellt, mal ehrlich machen müssen. Will das Rückversicherungsunternehmen Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland in dieser Form Rückversicherung weiter kostenlos anbieten? Oder wie reagieren wir eigentlich darauf? Und ich stelle fest, dass die Diskussion in Deutschland an dieser Stelle gar nicht stattfindet. Ich meine, wir brauchen eine Größenbremse für Banken. Wir müssen Größe limitieren, nicht als einen absoluten Cap. Niemand weiß, wo die optimale Größe einer Bank ist. Aber wir müssen Größe bepreisen, damit es da die Bäume nicht in den Himmel wachsen, sozusagen. Ich glaube, so etwas wie eine Schuldenbremse für Banken, Leverage Ratio, die nochmal ohne die Risikogewichtung rangeht, ist ein wichtiger Punkt. Und zwar einfach deswegen, weil wir ja nicht wissen, was die Risiken der nächsten Krise sein können. Und deswegen die Frage, wie stabil ist eine Bank grundsätzlich? Also wie viel Verluste kann sie absorbieren? Einfach wichtig ist, dass egal woher der Sturm am Finanzmarkt kommt, das Schiff ein wenig stabiler ist. Professor Kran, wenn wir Restrukturierung in der Form gesetzgeberisch in trockenen Tüchern hätten, wäre das komplett anders gelaufen? Hätten wir Good and Bad Banks gehabt und eine vollkommen andere, auch mit dem schönen Bild des Rückversicherers Bundesrepublik Deutschland, Bürger der Bundesrepublik Deutschland, ein ganz anderes Bild? Also ich hatte ja bei der Erläuterung, bei meinem kleinen Vortrag ja gesagt, da ist noch eine Konstruktionsschwäche in dem Gesetz. Und die Konstruktionsschwäche kann ich jetzt mal vielleicht versuchen zu erläutern. Die liegt an einer Stelle, die jetzt bereits im Falle Irlands im Grunde sichtbar wird. Und das ist folgende. Stellen Sie sich vor, dass die Good Bank, Bad Bank Trennung soll vorgenommen werden in einer akuten Situation, der rechtliche Ermächtigung für einen Freitag bis Sonntag Eingriff und Zerlegung der Bank liegt vor. Die Vorbereitungen aufsichtsrechtlich waren die Monate davor immer schon gelaufen. Das heißt, jede Bank hat im Grunde einen Zerlegungsplan, der ständig aktualisiert worden ist, sodass es auch tatsächlich möglich ist, technisch, ja, eine Bank mit Tausenden von Assets und Beteiligungen innerhalb weniger Stunden in zwei Teile zu zerlegen, ist ja kein Pappenstiel. Also all das wäre möglich. Dann gibt es ein Problem, das bleibt, und das ist, welche Verbindlichkeiten wird eine Bad Bank denn am Ende tatsächlich enthalten. Wer bleibt also übrig, nachdem ich alle die Good Bank definiert habe, das heißt alle Verbindlichkeiten, die systemisch relevant sind, habe ich ausgesondert, bleibt dann noch irgendwas übrig. Und wenn man sich das überlegt, dann wird man bei einigem Nachdenken vielleicht zu folgender Folgerung kommen. Stellen Sie sich vor, es gibt einen langsamen Auflauf hin zu einer solchen systemischen Krise. Das ist ja der Moment, den wir hier gerade betrachten. In diesem Auflauf die Marktteilnehmer signalisieren, dass hier Risiken wachsen. In diesem Moment wird ein Prozess einsetzen, nämlich der, dass die Besitzer von Anleihen dieser Banken, die ja gedacht sind als diejenigen Anleihen, die am Ende den Schaden tragen sollen, die den Haircut kriegen, die werden wandern, auf stille Weise, über die Märkte natürlich, in die Portfolios der Banken. Und dort sind sie systemisch relevant, sodass sie auch in die Good Bank ausgelagert werden müssen. Warum wird das so sein? Nun ganz einfach, die Banken werden immer die bestzahlenden Käufer für solche Anleihen sein. Denn nur für sie gilt, dass der eigentliche Haircut nicht realisiert wird. Für jeden anderen wird es ein Haircut sein. Jetzt möchte ich etwas dazu sagen, bevor man sagt, na, das werden wir mal in den Griff kriegen, man muss sich klar sein. Wenn wir ein Bail-in, also eine Mithaftung der Gläubiger haben wollen, von der wir uns viel erwarten, wenn man das will, muss man auch sagen,
die Personen benennen, die den Schaden tragen sollen. Und das sind Besitzer von Lebensversicherungspolicen, Besitzer von Ansprüchen an Pensionsfonds. Die beiden werden die Risiken tragen. Und das sind wir alle, die hier im Saal sitzen, in irgendeiner Form. Das ist die politische Implikation. Und ich finde, darüber muss man ganz viel reden. Sonst kriegen wir das Gesetz überhaupt nie auf den Boden. Das heißt, jedes Institut muss pleite gehen können. Und wenn Sie das machen wollen, dann wird ein Restrukturierungsgesetz für große Banken nicht taugen, weil der Fonds nie groß genug sein kann. Und weil es viel zu komplex ist, zwischen Börsenschluss Freitag und Börsenöffnung Montag ein so komplexes Institut mit mehreren hundert Instituten, die meistens alle auch gar nicht nach deutschem Recht sind, etc., das irgendwie zu retten. Also gehe ich aus von dem Punkt Living Will. Jede Bank braucht ein Testament, wie wäre sie abwickelbar? Und wenn sie das nicht nachweisen kann, dann muss sie einfacher organisiert werden und kleiner werden. Und wir wollen Größe bepreisen. Mit dem Ziel, dass jede Institution nur so groß sein kann, dass ihre Pleite dem Markt nicht schaden würde. Da sind wir wo ganz anders, als wir heute sind. Ich glaube aber, es ist sinnvoll, dieses Thema von hinten her zu denken. Anforderungen sozusagen an die Struktur und Größe zu stellen. Denn an was würden wir denn jetzt die Zerschlagung messen? Und deswegen finde ich es viel wichtiger, nicht mit diesem Stichwort rumzulaufen, sondern zu sagen, es gibt, damit der Markt funktioniert, ein ganz klares Kriterium und es ist die Aufgabe der Bank nachzuweisen, dass sie dieses erfüllt, nämlich, dass sie pleite gehen kann. Die Stärke von Marktwirtschaften ist ja, dass sehr unterschiedliche Informationen von sehr unterschiedlichen Akteuren sich über den Preismechanismus koordinieren. Da bin ich ganz Hayekianer. So, und das funktioniert ja in dem Moment nicht mehr, wie alle Leute auf dasselbe Bloomberg-Terminal schauen, identische Informationsinput und die Märkte immer stärker synchron laufen, also gleichgerichtete Aktivitäten sind, weil dieselbe Information dann auch aufgrund von Regulierungsaktivitäten, aufgrund von Indexbildung immer wieder dieselben Aktivitäten auslösen. Und dann kommt es eben bei der Preisbildung auf dem Einzelmarkt nicht mehr auf die Strukturen dieses Einzelmarktes an, sondern im Wesentlichen auf das, was an anderen Märkten stattfindet. Und das, was eigentlich die Stärke marktwirtschaftlicher Systeme ausmacht, ist meines Erachtens dann nicht mehr voll gegeben. Da stimmt die Marktökologie nicht mehr. Also das, was jetzt aus Ihrer Analyse zum Beispiel auch folgt, oder das, was ich zum Thema Marktökologie gesagt habe, das ist ja noch gar nicht irgendwo auf einer Gipfelagenda gewesen, richtig, systematisch. Und deswegen haben wir das Problem, dass im Moment eine Liste abgearbeitet wird, die nicht wirklich der Analyse dessen, was passiert ist, entspricht. Ich fand eine Studie von Staff-Members des Internationalen Währungsfonds interessant, die gesagt haben, aufgrund einer Analyse des Subprime-Marktes und seines Verhältnisses zur Politik, wir müssen den Lobbyismus der Finanzbranche als ein Teil des Systemrisikos verstehen. Ich glaube, daraus sind noch in keinem Land irgendwelche Konsequenzen relevanter Qualität gezogen worden. Wir bräuchten in Deutschland eine unabhängige Aufsicht. Aber wir haben keine unabhängige Aufsicht. Wenn gucken Sie sich die Aufsicht an, die hat einen Aufsichtsrat und in dem Aufsichtsrat sitzen die Banken und beaufsichtigen sozusagen ihre eigene Aufsicht, wenn auch nur mit 50%, aber immerhin. Und sie finanzieren 100% und müssen das Budget jedes Jahr genehmigen. Eine unabhängige Aufsicht würde meiner Meinung nach ein Ethos entwickeln können, so wie wir das bei den Zentralbanken auch kennen. Und der Ethos wäre jetzt nicht mehr dem Finanzministerium verpflichtet, sondern einer Öffentlichkeit. Ja, das ist natürlich ein Wunschbild, aber das ist etwas, was uns übrigens nicht nur in Deutschland, in allen Ländern fehlt. Thank you.